Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. In der letzten Episode haben wir Shana kennengelernt, das Orakel, die uns prophezeit hat, dass wir, der kleine Sedwick, den Untergang der Welt herbeiführen sollen. Wobei ich ja immer noch recht positiv dies sehe und versuche an das Beste zu glauben, denn ich will einfach nicht daran glauben, dass der kleine Sedwick den Untergang der Welt zu verkraften hat, beziehungsweise zu verantworten hat. Nein, ich deute das einfach mal so, er wird vielleicht für den Untergang sorgen, aber nur für den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Und macht sie vielleicht zu einer viel besseren Welt. So ist das, wie ich das deuten würde. Also, was wollten wir machen? Wir haben jetzt hier dieses kleine Kerlchen gefunden, diesen Schattenmolch, der mit der roten Kugel spielt. Und ich glaube, dass wir sie ihm wegnehmen müssen. Wir haben hier Bomben, die sehen aus wie Kugeln, die sind aber nicht rot. Und wir haben eine Mütze mit roten Bommeln dran. Die kriegen wir aber jetzt so ohne weiteres nicht ab, oder? Habe ich das mit dem Messer schon versucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich versuche das einfach mal abzuschneiden, vielleicht geht das. Die Mütze hat Ben früher immer zum Messerwerfen getragen. Aber seit mir das Stärkepulver ausgekippt, wir haben es... Das habe ich schon versucht, das ging nicht. Steinpulver, ja. Die Steine, das Rätsel der Steine haben wir auch schon gelöst. Ich glaube, ich werde mal wieder zurück zum Zirkus gehen. Ich werde mal mit Ben und meinem Opa reden. Ich glaube, das ist eigentlich immer eine gute Idee, oder? Opa? Ich muss mit dir reden. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ah, Sedwick will Ihnen sagen, dass er Sie verlassen will und auf großes Abenteuer zieht. Mal gucken, ich werde was der Opa verlassen. Davon hält. Na gut. Aber sei bitte zum Essen wieder da. Nein, Opa. Ich verlasse euch für eine ganze Weile. Liegt es am neuen Rezept? Nein, Opa. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann die Wahrheit verkraften. Mach's gut, Opa. Ich werde dich vermissen. Oh nein, der arme Opa. Mal gucken, ob Sag er uns noch mal, was Opa, du hast von seinen doch viel Weisheiten erlebt. Berichten kann. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel wie... Die Insel, ja. Wie komme ich da hin? Das wäre... Weißt du, wie man zur Insel kommt? Hilfreich. Nein, ich habe keine Idee. Früher gab es in diesem See keine Insel. Aber Inseln tauchen doch nicht plötzlich auf. Vielleicht doch. Der See war damals auch größer. Bist du sicher, dass es überhaupt derselbe See war? Natürlich, so wahr ich hier stehe. Opa, du sitzt aber doch. Dann stell dir einfach vor, ich würde stehen. Warum soll ich meine Beine bemühen, solange du noch deine Vorstellungskraft hast? Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Außerdem ist es ein wenig zugig hier draußen. Und ich trage keine Unterhose. Schon mal was von Kalida gehört? Kalida? Nein, über eine Kalida weiß ich nichts. Ich kannte mal eine Kalua. Sie war die Wirtin in einer Kneipe am Zutzelmeer. Ihre Eltern hatten sie nach einem einheimischen Getränk benannt. Eine Art Fruchtbowle mit tropischen Früchten. Mann, war die lecker. Immer mit dem Schirmchen und Früchten dekoriert. Ich konnte kaum genug bekommen. Oftmals habe ich das Schirmchen alle Früchte rausgenommen, damit ich mit der Zunge noch bis in den letzten Winkel komme. Und die Bowle war auch nicht schlecht, stimmt's? Ach ja, die war okay. Ein bisschen viel Zitrone für meinen Geschmack. Mhm, war klar. Weißt du was? Ja, ich wirke okay, zwar, aber nichts mehr zu sagen. Mal gucken, ob ich noch irgendwelche Gegenstände auf ihn anwenden kann. Habe ich irgendwas Neues? Eigentlich nicht, ne? Vielleicht das Steinpulver, das können wir ihm mal geben. Vielleicht weiß er was darüber. Das würde auch keinen großen Unterschied mehr machen. Okay. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Kann man... Hä? Tötet das Leute oder was, Steinpulver? Ich hatte jetzt nicht vor, irgendjemanden zu töten. Dann hätte ich das gemacht. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so okay. Sehr nun doch wieder nicht. Ach, guck mal, jetzt fällt mir gerade auf, der jongliert ja auch mit roten Bällen. Vielleicht brauchen wir einen von den roten Bällen. Ich rede erstmal mit ihm. Vielleicht gibt er sie ja freiwillig her. Worum geht's denn diesmal? Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste.
Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe. Weißt du, wie man auf diese Insel in der Mitte des Sees kommt? Zur Insel? Was soll denn das jetzt schon wieder? Sag mir doch einfach, wie ich da hinkomme, okay? Kleine, nervige Brüder, die ihren Kanonentrick nicht beherrschen, kommen nirgendwo hin. Ja, super. Danke. Toller Beitrag. Denn mit dem Kanonentrick kann man sich ja überall hin katapultieren, nicht wahr? Wenn du weiter so nervst, katapultiere ich dich gleich wohin. Schon gut. Bald wirst du eine ganze Weile Ruhe vor mir haben. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Danke, Ben. Du hast mir sehr weitergeholfen. Der Kanonentrick. Damit kommen wir also dahin. Der hängt ja in unserem Wohnwagen. Guck ich mir gleich nochmal an. Ich muss euch verlassen. Hä? Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Okay. Das führt uns ja wieder dazu, wo er uns sagt, dass er vor den Askiel Angst hat, die wir ihm so schön beschrieben haben. Bis später. Das Monster ja, gebaut bis bald. Haben. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Ja. Vielleicht ist das die Möglichkeit, ihn an die Bälle ranzukommen, dass wir ihn erschrecken. Aber er hat gesagt, wenn er im Dunkeln dieser Gestalt hier begegnet. Ich gehe erstmal in den Wohnwagen. Ich muss vielleicht warten, bis es Nacht wird, aber wie mache ich das? Genau, guck dir das mal an, Cedric. Also, wir brauchen einen Pfropfen, mich, die Kanone, Bomben und einen Fallschirm. Okay, Bomben haben wir. Eine Kanone haben wir nicht wirklich. Mich haben wir. Einen Pfropfen haben wir nicht und wir haben auch keinen Fallschirm. Das heißt, wir brauchen noch einen Pfropfen und einen Fallschirm. Die Karte ist vielleicht ein bisschen klein, um sie als Fallschirm zu benutzen. Pfropfen und Fallschirm. Das müssen wir uns irgendwo rausbauen. Ich wüsste aber auch gar nicht, wo steht die Kanone denn überhaupt? Wie soll ich denn den Trick überhaupt üben, wenn hier überhaupt keine Kanone ist? Ich versuche ihn einfach mal hier mit dem zweiköpfigen Monster so zu erschrecken. Das habe ich noch nicht versucht. Ich bezweifle zwar, dass das geht. Ich habe da was für dich. Hä? Huh? Ein Askiel! Okay. Nimm ihn weg! Es hat tatsächlich funktioniert. Was für ein Angsthase. Und der hat seinen Ball verloren. Cool, den nehme ich. Sehr witzig. Fand ich auch. Ben hat einen Ball fallen lassen. Er muss wohl noch ein bisschen üben. Ja. Jetzt hat er aber wieder alle. Oder hat er vorher 4? Kann sein, dass er vorher 4 hatte. Jetzt hat er noch 3. Okay, Ben ist wirklich ziemlich dumm, dass er darauf reinfällt, sich so erschreckt. Wenn ich einfach ein offensichtliches Stofftier oder sowas in der Art aus meinem Umhang ziehe. Okay, dann werde ich mal den kleinen Drachen versuchen zu bestechen mit dem Ball, den wir da bekommen haben. Da ist er doch bestimmt begeistert von, oder? Willst du tauschen? Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Oh nein, ich wollte doch ihn. Das Tier hat sein Spielzeug hier liegen lassen. Ein Ei? Ich esse keine rohen Eier, außer wenn Opa Omelettes macht. Okay. Was kann ich jetzt damit anstellen? Vielleicht kann ich es Spot geben. Er ist auch so ein Ei. Moment. Inventar. Los, Spot, hol den Ball. Entweder er ist zu faul oder zu dumm. Ich tippe auf eine Mischung aus beidem. Vielleicht in der anderen Form? Vielleicht kann er es ausbrüten. Das wäre cool. Los, Spot, hol den Ball. Entweder er ist zu faul oder zu dumm. Ich tippe auf eine Mischung aus...
Aber es ist kein Ball, es ist ein Ei. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Okay. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen? Okay. Kann ich die mitnehmen? Wo sind sie denn jetzt hin? Die sind unter den Stein gekrochen. Wie soll das denn gehen? Die Irrlichter sind unter diesem Stein verschwunden. Kann ich den wegnehmen? Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Na, oh ja, es ist ja gar nicht genug. Wo sind sie hin? Moment, ich habe doch eine Schaufel. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, perfekt. Wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Spot, geh mal gucken, ob die Luft rein ist. Ach Mist, das geht nicht. Aber ich kann in die Höhle springen, sehr cool. Sehr cool. Das ist eine Mischung zwischen gut und cool. Neue Wortkreation von mir. Ah. Ich dachte eigentlich, ich muss auf den Baum rauf, aber dass wir jetzt hier eine unterirdische Höhle finden, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet, aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Ah. Petroleum. Hat das irgendwas mit dem Korken zu tun, den wir von draußen reingestopft haben? Ja, kein Zweifel. Da ist Petroleum im Wasser. Okay. Wie nehme ich das mit, das Petroleum? Kann ich das mitnehmen? Brauche ich das für irgendwas? Petroleum im Wasser, das heißt, es brennt. Ich kann es anzünden. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie und warum. Aber ich gehe erstmal hier hoch. Ah, cool. Wir sind jetzt auf dem Baum. Ja, da sind wir doch da, wo ich eigentlich sein wollte. Sehr cool. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Er kann nicht schwimmen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Kann ich Spot werfen? Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Vielleicht hat er eine Flugform. Hier sind nämlich noch 3 Formen offen. Oh, das wäre so cool. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Vielleicht in der anderen Form? Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Schade. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Mit dem Kanonentrick. Kann ich vielleicht die Kanone von hier aus zünden? Vielleicht kann ich hier irgendwie meinen Hintern reinstecken. Und von unten irgendwie... Nein. Aber da unten ist irgendwas zum Anzünden. Vielleicht kann ich da irgendwie Druck erzeugen, dass ich irgendwie hier mich abschießen kann. Das könnte eine Lösung sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Okay. Ich glaube nicht, dass... Das ist der Lösungsweg, glaube ich, Leute. Von außen wirkt er so, aber von innen... Okay, wie komme ich jetzt wieder zurück? Okay. Bisschen komisch, da sonst sind immer diese Pfeile markiert. Wahrscheinlich, weil ich mit diesem Loch interagieren kann. Das ist das einzig Logische, was mir jetzt einfällt. Dass man nämlich nicht nur durch das Loch durchgehen kann, sondern dass man damit noch irgendwas anderes machen kann. Ich glaube, ich werde da diesen Kanonentrick ausführen müssen. Jetzt brauche ich nur die Zutaten für die Kanone.
Was mache ich denn mit dem Ei? Hier ist auch nichts Neues. Hier haben wir doch so eine... War das nicht eine Feuerstelle oder so? Kann ich da vielleicht das Ei ausbrüten? Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Hai-Eier für ein Omelett benutzt. Ach, dafür waren die Eier. Ich hatte doch in Erinnerung, das war irgendwas mit Feuer, hatte das zu tun. Das sind Feuerdrachen? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass Feuerdrachen sowas ist wie das eine Vieh, dem ich den Ballack da abgenommen habe. Ich mag keine Feuerdrachen, aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Kann ich mir einen nicht? Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Oft. Bist du denn lebensmüde? Wie kommst du denn darauf? Mit dem Mund vielleicht? Du, Ben, kann man Feuerdrachen eigentlich essen? Was? Himmel, nein! Das weiß man doch. Dein Magen würde explodieren. Wo ist der Unterschied zu Opas Petroleumsuppe? Das ist kein Scherz, Sedwick. Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Wie auch immer, es ist keiner. Ja, du siehst so aus, als würdest du scherzen. Du bist ein scheiß Clown. Warte mal, Petroleumsuppe. Hat der Opa noch Petroleumsuppe in seinem Wohnwagen? Opas neueste Kreation, Petroleumsuppe. Ja, hat er. Leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Brauche ich dringend. Ich brauche Treibstoff. Autsch, heiß. Heiß. Ich brauche ein Gefäß. Ich will davon nichts mitnehmen. Das Zeug ist sehr leicht entzündlich. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Aber die Petroleumsuppe, die brauche ich bestimmt noch als Treibstoff. Wie bekomme ich diese Feuerdrachen? Habe ich irgendwas dabei? Vielleicht kann ich die mit der Schatulle fangen. Sedwick, ich glaube, es geht. Wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Nicht. Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Schade, ich habe mich schon einen kurzen Moment gefreut. Die Mütze. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen mal glaubt? Ach was, okay, sagt er immer das Gleiche. Kann ich Spot benutzen? Spot, komm mal her. Ich glaube, Spot ist satt. Oh, vielleicht in der anderen Gestalt? Lass es dir schmecken, Spot. Nein. Sedwick, nein! Er explodiert. Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Wie geil. Die Feuerform. Cool, ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt bringt. Ich kann den Opa anzünden. Du solltest Spot nicht so scharf essen lassen. Bekommt noch Magenprobleme. So wie du, Opa? Er sieht schon ganz ausgetrocknet aus. Ja. So wie du, Opa. Wie lustig. Wie süß er jetzt ist in seiner brennenden Gestalt. Sieh nur, was du mit Spot angerichtet hast. Ich hoffe, das wird dir in Zukunft eine Lehre sein. Wieso denn? Ich finde es schick. Und Spot gefällt es offenbar auch. Was sagt er denn eigentlich zu den anderen Gestalten? Sag mal, was ist denn mit Spot los? Ich habe ihm was zu trinken gegeben, wie du gesagt hast. Aber doch nicht von dem Waschwasser, oder? Himmel, Sedwick! Da war doch die ganze Stärke drin. Na und? Spot scheint das nichts auszumachen. Das haben wir aber, glaube ich, ihm schon gesagt. Guck mal, was der Opa sagt. Moment, Spot, komm mal her. Du solltest Spot nicht so viel trinken lassen. Du bekommst sonst Blasenprobleme. So wie du, Opa? Er wirkt schon ganz aufgedunsen. So wie du, Opa.
Sagt er das Gleiche. Okay, Leute, das soll es gewesen sein für diese Episode. Nächstes Mal schauen wir mal, was wir mit unserem guten Spot in der neuen Gestalt anstellen können. Wir müssen irgendwie den Kanonentrick schaffen zu erlernen. Ja, ich hoffe, wir finden es raus. Sehen wir vielleicht beim nächsten Mal. Liebe Leute, bis dahin. Ciao, ciao, euer Silent. Shot.